Willkommen zur ersten Folge von PixCraft, meinem kleinen Projekt, was an Hermitcraft und Craft Attack angelehnt ist. Ihr habt es gerade am Anfang gesehen, wie ich ein paar Erz rangeholt habe und wir den Anfang gezockt haben. Und ja, jetzt seht ihr den Teil, wie ich das hier gebaut habe. Und bis gleich. We'll be right back.
So, da sind wir wieder. Nach der Timelapse. Ja, jetzt habt ihr das alles gesehen und ja, unser Ziel ist es jetzt dann gleich den zweiten Finisher hier reinzubekommen und mein Kopf muss mal wieder funktionieren. Ich werde wahrscheinlich auch eine automatische Sugarcane-Farm jetzt gleich noch anfangen. Dafür werde ich dann gleich noch Quarz ranholen. Aber jetzt hat. Ah, ich hoffe, es ist wieder da. Hi. Und dann werden wir. Bisschen Papier farmen, dass wir dann damit Emeralds holen können. Und ich bringe dann mal den zweiten Villager rein. So. Das kann ein Pain werden. Ich schreibe es mal ganz kurz. So, warte, ich habe eine Discord-Nachricht. Bis heute kostet ein Buch nur noch 3 Dias. Er möchte sich ein paar Kunden ranholen. So, dann bereite ich mal alles vor, damit ich den zweiten hochbringen kann. Dann mache ich noch das hier zu. Das. Dann nehme ich mir mal so eine Workstation. Baue die hier rein. Und kaufst du? So, und da haben wir ihn schon im Boot. Aufpassen, dass wir es nicht runterfahren. Knappe Geschichte. Dann nehme ich mal ganz die Working Station wieder hoch. Zack. Dann baue ich die mal da hinten rein. Ah ja, und man hat in der Time gesehen, wie wir einen Villager zombifiziert haben, aber der hat dann leider keine reduzierten Preise gegeben. Und wie wir die Villager bekommen haben, das hat die Giraffe gemacht. Vielleicht sieht er das in der Folge von ihm, vielleicht hat er das nicht aufgenommen. Keine Ahnung, das werdet ihr dann sehen müssen. Na, warte mal, ich mach das weg, ich mach das. Nee, warte mal, das läuft ja heraus. Gut. Du gehst da jetzt rein und drin. So, zweiter ist drinnen. Dann können wir auch diesen hässlichen Weg hier mal abreißen. Ja, allgemein versuche ich jetzt die Basis noch ein bisschen schöner zu bauen. Allgemein, aber ich mache jetzt dann gleich erstmal eine automatische Sugarcane Farm. So.
Zack, zack, dafür brauche ich Quarz. Das haben wir, glaube ich, nicht. Ne, haben wir nicht, oder? Nope. Dann nehme ich mal das da. Und begebe mich auf die Suche nach Quarz. Wo ging ich sie nochmal runter? Wo war meine Höhle, hä? Ach, da ist die Höhle. Gut. So. Zwischen. Und der Giraffe ist auch ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr dann auch mal bei seinem Kanal vorbeischauen. Der hat gerade 50 Abonnenten. Das kriegen wir ein bisschen mehr hin, oder? Ja, ich gehe jetzt erstmal in den Nether. Ja, das ist das Portal. Perfekt. Redstone. Will ich immer haben. Also Redstone brauche ich jetzt auch allgemein für die Autofarm zum Beispiel wieder. Und Eisen halt richtig, richtig viel, aber. Nö. Nö. So, dann hier ist er lang gelaufen. Allgemeines Quarz ganz geil. Dann kann ich damit auch mein Level ein bisschen hoch farmen, weil ich muss ja Level 30 werden, dass wir dann Glück haben. Und so farm ich erstmal ein bisschen Quarz. Quarz brauche ich dann halt für die Observer, die dann die Kopf funktioniert bitte. Die dann die Sugarcane Farm brauchen. Ja, was gibt's? Wie wollen wir die fliegen, beziehungsweise? Klicken. Mending. Unbreaking. Oder was meint er? Ich check gerade nicht, was er meint. Woher so viel Gunpowder ohne Farm? Ja, können wir kaufen und eine Farm baue ich später benötige Pferde dafür. Muss man halt ein bisschen survivalen. Zack, 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 zack. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zumindest auf Level. Soll ich eigentlich auf Level 30 gehen? Na, ich kann dann mit den Trades ein bisschen noch hochholen. Ich werde jetzt erstmal die Farm bauen. So. Boah, es geht echt viel schneller Quarz als erwartet. Also, ich habe es das letzte wieder gemacht, aber es kommt mir viel schneller vor mittlerweile wieder. So. Und dann holen wir noch diese Quarzquelle dort hinten. Sind wir Level 20, gehen zurück, bauen die Sugarcane Farm und traden uns damit ganz viel Emeralds und XP. Oder? Also wirklich, ja moin. Kein Level 20. Danke dafür, Spiel. Danke. So, Giraffe hat auch eine Fortress gefunden, aber weiß gerade die Chords davon nicht mehr, weil er sie sich nicht aufgeschrieben hat. Deshalb, ja. Okay, da unten ist das Portal. Dann gehe ich mal. Hier, oh, da ist Giraffe. Auch Schinken. Gut, da ist der Schinken down.
Diese Schinkenviecher, ey, die machen so viel Schaden. Ich bin das letztens einmal fast an dem gestorben. In einer anderen Survival-Welt. Und wieder in die. Noch mehr Quarz. Jetzt muss ich es noch mitnehmen, wenn ich es jetzt schon so gut sehe. Okay, gut. Oder auch nicht. Meine Spitzhacke ist kaputt. Dann renne ich. Ach. Lass mich einfach in Ruhe, du blödes Schwein. Und. Perfekt. Gibt es eigentlich irgendein Monster außer so Spinnen, wo du ganz gut Fäden bekommen kannst? Das jemand? Einfach in die Kommentare schreiben. Das würde mir dann, glaube ich, sehr helfen. Und wir werden dann gleich noch im Stream den Ender Dragon bekämpfen. Und das wird dann also um 14 Uhr sein. Das wird schon passiert sein. Und das werde ich dann mal schauen, ob ich sogar YouTube und Twitch streamen kann. Dann kann ich nämlich das mir rausnehmen, das den Stream und eine Timelapse draus machen, wie wir den Dragon bekämpfen oder als Folge hochladen. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann haben halt die Leute, die im Stream waren, den Vorteil, dass sie es gesehen haben. Oder man sieht auf Twitch den und noch, dann nochmal den Stream. Muss ich einfach schauen. Deshalb könnt ihr auch mal kurz bei, könnt ihr auch mal bei Twitch vorbeischauen. Der Link ist auch in der Videobeschreibung dann. Oder in den Kommentaren. Weil, dass ihr dann sowas nicht verpasst, wenn ihr euch dafür interessiert, das zu sehen. Mach's mal ganz kurz so. So. Wie viele soll ich bauen? Ich glaube, ich gehe auf weniger. Dafür mehr Pistons. Also 1, 2, 3, 4. Und dann seht ihr jetzt gleich eine Timelapse von mir, wie ich das baue. Und wir sehen uns dann nach der Timelapse gleich. Bin ich wieder. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich die Farm schon gebaut habe. Keine Sorge, die ist nur temporär, die wird dann wieder abgerissen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Und ja, mir ist ein bisschen Koppel ausgegangen. Und Spinne. Ich brauche noch ein bisschen Strings. Weiß, dass ich dann die Creeper-Farm bauen kann später. Wird dann wahrscheinlich auch noch in dieser Folge passieren, je nachdem, wie viele Strings ich jetzt noch bekomme. Das nächste. Habe ich gar nicht. Und tot. Huch. Und ja, wie gesagt, jetzt müssen wir halt noch die Farm abwarten, dass die gescheit wächst. Und dann kriegen wir ganz gut Sugarcane mit Glück. Deshalb werde ich mich dann auch noch gleich hier AFK hinstellen. Davon werde ich jetzt keine Timelapse machen, weil ich Third-Person-Timelapse gerade noch nicht mache. Das wird erst noch später kommen, da muss ich noch was einstellen. Und deshalb wird es keine Third-Person-Timelapse geben und bitte nicht sterben. Und deshalb könnt ihr euch da schon mal den Aufwisch bestellt. Okay, also eine Layer werde ich noch bauen können. Der Server, was er vorhin hatte, einfach so einen komischen Fehler. Hatte gar keinen Bock mehr, der Server. Also eine Layer von der Creeper Farm werde ich wahrscheinlich noch bauen, weil ich genau drei Strings dafür habe. Das reicht dann auch. Und deshalb könnt ihr das wahrscheinlich auch noch in dieser Folge sehen dann. Und ich stelle mich jetzt gleich erstmal rein. Da mache ich keine Timelapse, weil ich ja, wie gesagt, für die Third-Person-Timelapse noch was einstellen muss. Und ja, dann sehen wir uns nach dieser kleinen weiteren Pause, sag ich mal ganz, nach dem Cut gleich wieder. Da werden wir wahrscheinlich auch den Ender Dragon schon besiegt haben. Da wird ein bisschen was passieren. Das kann man dann im Stream gesehen haben. Vielleicht kann man es dann noch nachschauen auf Twitch. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und ja, bis gleich. So, da bin ich wieder nach dem Stream.
Den kann man sich bei Giraffe auf dem Kanal, glaube ich, noch anschauen. Ich weiß es nicht. Bei Twitch kann man sich nicht mal anschauen. Also, da haben wir den Ender Dragon bekämpft, haben ein bisschen nach Schalker gesucht. Wir haben jetzt drei Schalker-Kisten. Und wir haben auch noch ein bisschen mit Villager gestruggelt, dort hinten drinnen. Wir haben dort hinten jetzt einen Mending Villager. Der verkauft Mending für 14 Emeralds. Eigentlich ganz guter Trade, finde ich. Jetzt sind wir auch. Ja, das Problem ist halt, die kommen halt alle hier hoch. Ich muss sie alle noch runterbringen wieder. Muss ich was Neues machen, dass die hier nicht mehr hochgehen. Weil es ist schon ein bisschen nervig, weil die halt einfach nicht mehr runterkommen. Und das mache ich jetzt mal ganz kurz so mit euch. Und zwar, da ist mein Holz. Mehr. Oder? Nee, passt schon. Nee, doch, ich brauche noch eine mehr. Oh, hi. So schnell kann es passieren, wenn man nicht das gibt, was ich möchte. Deshalb, ja. Ja. Gut, ich hole noch mal kurz ein bisschen Holz, ein Skelett. Geh sterben. Und dann, wenn ich das habe, baue ich dort das ein, dann können die Villager nicht mehr hoch, dann werde ich sie von oben runterbringen. Weil die sollen einfach nicht nach dort oben gehen. Da sollen sie nicht hin. So. Und Stairs brauche ich noch. Gut, dann baue ich das mal ein. Zack. Zack. Geh mal weiter. Und zack. Und zack. Und zack. Machen wir noch. Zack. Und der Weg dort hoch ist fertig. Fertig. Man kann es auch einfach anders machen und cooler vielleicht. Wobei, nee. Ich mache das mal ganz kurz so. Kann man hier so hochgehen. Nur so eine kleine Kammer. Deshalb müssen wir euch wieder runterbringen. Ach, ich will nicht, dass ihr Fallschaden bekommt. Weil die Villager sollen nicht sterben. Weil ich glaube, der Mending Villager. Der eine Librarian ist schon ziemlich low. Und deshalb werde ich mich jetzt mal ganz kurz hier das dann nehmen. Und zack. Kind jetzt da hoch? Nee. Und du bist auch noch runter. Und perfekt. Damit sind die Villager auch geregelt. Die kommen hier nicht hoch, außer sie werden reingespült gerade. Die kommen da nicht hoch und können hier unten ihr glückliches, friedliches Villager-Leben leben. Gut, ich schere mal noch die Schafe. Dass wir ein bisschen mehr Betten haben. Wozu wir die auch immer gerade brauchen. Wir haben auch eine Endfestung gefunden im Stream, aber leider ohne. Wie heißt's? Ohne Schiff. Also, wir haben kein Elytra bekommen davon, leider. Deshalb werden wir uns gleich nochmal. Also, nicht gleich, sondern werden wir uns noch einen neuen Purge machen. Das werden wir dann in der zweiten Folge sehen, wie wir uns an Elytra ranholen. Wahrscheinlich in der zweiten Folge. Kannst nicht vorhersehen. Cool, Sand. Ist aber das Falsche. Ah. Ich mag Sugarcane Farms nicht. Die sind immer ziemlich gemein zu mir. Haben wir hier die 16 Sugarcane, die wir bekommen hätten, aber nicht bekommen haben, weil dieses Sugarcane Design, was ich hier habe, einfach nur zum Kotzen. Es ist einfach nur schlecht, das Farmdesign. Außer man baut es recht groß, was ich dann auch vorhabe. Das sollte eigentlich eine Farm sein, die uns ein bisschen was bringt, aber da ist das ja effektiver. So.
Dann verräume ich das mal noch ganz schnell und ja, das war's dann eigentlich schon mit der ersten Folge, aber ich habe es noch ein bisschen was zu sagen und zwar zu den zum Projekt allgemein. Dann können noch so 2 bis 3 Mitglieder oder so können noch kommen. Die könnt ihr einschreiben, ganz einfach. Ich habe in der Beschreibung einen Link, wo ihr euch so einen Bewerbungsdiscord hinzufügen könnt und dort könnt ihr so eine Bewerbung quasi schreiben. Keine Ahnung, Giraffes Idee, was ihr da reinschreiben sollt. Einfach so ein bisschen, dass wir euch einschätzen können. Und Projekt ist halt sowas wie Griefen, X-Ray, Cheaten, verboten. Und es sollten schon Leute eher joinen, die auch was durchziehen. Also nicht so, ja, ich zock mit, 2 Tage später, okay, nee, ich zock nicht mehr mit. Also sowas jetzt bitte nicht. Also wenn ihr Bock habt, bisschen Motivation mitbringen, ist sowas wie Hermitcraft oder Craft Attack. Nur von der Aktivitätszeit am besten, so wie Hermitcraft. Und damit bedanke ich mich dann noch beim Zuschauen, fürs Zuschauen.